Hallo, herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer. Hiermit stelle ich euch für die nächsten Wochen meinen Sendeplan vor auf diesem Kanal. Und zwar wird es ungefähr so hauptsächlich um die Thalberg gehen. Und Montag, Dienstag und Mittwoch werden wir da mit unserer ganzen kleinen Community so die Thalberg streamen. Am Donnerstag wird es dann meistens immer die Auenberg sein, wo ich ja vom kranken Kumpel den Hof übernommen habe für einige Zeit. Und Freitag, ja, da überlegen wir uns mal was Lustiges, was wir für euch, ja, streamen werden. Aber hauptsächlich dreht sich das, ja, um die Thalberg, denke ich mal. Für die Thalberg habe ich euch, ja, noch jemanden mitgebracht, den ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar den Modder von der Thalberg. Grüß dich, Happy. Moin, Lightning. Ja, wir werden uns jetzt noch ein bisschen über die Thalberg unterhalten. Happy, was hast du dir da dabei gedacht, als du damals angefangen hast, die Map ja, anfangen zu modden? Gedacht, Anfang habe ich mir gar nichts. Das muss man gleich dazu sagen. Gedacht habe ich gar nichts. Das ist eine Fantasie-Map. Aber natürlich hat auch diese Map gewisse Sachen oder Anforderungen, was man haben möchte, sollte. Und eigentlich ganz kurz zusammengefasst, ja, auf dieser Map soll wirklich alles vertreten sein, so dass von dem Fahrzeuggrößen, Gewicht und ja, vom ganzen Terrain her einfach diese Herausforderung ist, nicht einfach so eine Standard-Map zu haben, wo ich jetzt gerade durchramme, sondern wirklich Stück für Stück irgendwas erarbeiten muss. Und das ist auf der Thalberg eigentlich so Sinn der Sache und deswegen auch von den Fahrzeugen her, die gewissen als Startfahrzeuge schon sind. Auch das hat alles einen Sinn. Ja, Ja, und den Sinn muss man sich erst wirklich mal auf der Map ja, angucken, und zwar die ganzen Berge, wie du gerade schon gesagt hast, der Terrain. Wenn man die startet auf schwer, die Map, ist wirklich, du hast schon große Fahrzeuge da. Habe ich mich auch gewundert, aber als man dann so ein paar Tage auf der Map unterwegs ist, kriegt man wirklich mit, warum diese großen Fahrzeuge schon als Startfahrzeuge sind, ne? genau, weil du kommst mit den kleinen Fahrzeugen und mit dem vollen Anhänger, kommst du teilweise nicht die Berge irgendwo hoch. Und das ist deswegen, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht nur kleine Fahrzeuge haben, sondern auch passende Fahrzeuge, die auch gerade so diese Größe natürlich annehmen können und auch sagen können, da komme ich den Berg jetzt hoch. Ja, ganz genau. Ja, du hast ja jetzt schon die dritte Version rausgebracht. Wird, denke ich, vorerst mal die letzte Version sein, oder kommt da jetzt demnächst noch was? Erstmal soll es jetzt die letzte Version gewesen sein. Ja, das ist die V3. Allerdings wird es dazu noch Performance-Updates geben, also quasi immer noch so Kleinigkeiten. Wir haben aktuell große Probleme mit dem Sägewerk. Dafür können wir leider nichts. Das funktioniert im Multiplayer irgendwie nicht. Im Singleplayer funktioniert es, im Multiplayer nicht. Und deswegen, wir sind gerade dran, diese Fehler noch ein bisschen zu erarbeiten und zu gucken, woran was scheitert. Wir haben uns auch mit den Entwicklern von dem Sägewerk in Verbindung gesetzt. Dort kriegen wir auch tolle Unterstützung. Auch vielen Dank an mahu.net. Das ist einfach so, diese Sachen kommen natürlich, aber es kommen jetzt keine großen Veränderungen mehr. Also das heißt, eventuell irgendwelche neue Gebäude oder irgendwas, das wird es definitiv erstmal nicht geben, sondern wirklich einzelne Fehler werden jetzt nochmal erarbeitet und geguckt, was kann man verbessern oder ändern. Also das Okay. ist so der Punkt. Auf das Sägewerk nochmal zurückzukommen, hast du vielleicht eine kurze Information für die User, wann ungefähr das Sägewerk gefixt wird? Genau, also laut Entwickler von dem Sägewerk soll das in den nächsten Wochen ein neues Fabrikskript geben. Er hat auch von uns die Fehlermeldungen, er hat von uns auch die Logs bekommen und kann jetzt daran auch arbeiten und das dauert einfach. Also wir bitten auch wirklich den Usern, so ein bisschen Geduld aufzubringen. Alternativen auf der Thalberg-Map gibt es, ja, das heißt, das Sägewerk muss nicht unbedingt jetzt genutzt werden. Wir haben das alte Sägewerk bewusst drinne gelassen. Dort könnt ihr immer noch die Baumstämme verkaufen und an der Verkaufsstelle im Dorf könnt ihr auch Hackschnitzel verkaufen. Also diese Option gibt es trotzdem. Ihr könnt trotzdem Geld verdienen. Also ist es jetzt nicht dramatisch, dass das große Sägewerk jetzt nicht funktioniert, da das ja eh nur für Paletten da ist, die man dann an der Verkaufsstelle verkaufen kann. Okay, sehr schön, wunderbar. Wenn ihr euch einige Videos von der Thalberg mal angucken wollt, hier bei mir auf dem Kanal, werde ich euch unter dieses Video ein paar Livestreams ja, verlinken. Und jetzt noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar wird es demnächst hier auch bei mir auf dem Kanal eine kleine Veränderung geben. Also es ist jetzt nicht so
krasse Veränderung. Es wird nur etwas dazukommen. Und zwar habe ich so ein Fable für Survival Games so ein bisschen. Und ja, da werde ich wohl einige Spiele demnächst mal ein bisschen reinnehmen. Oh, das hört sich gut an. Okay. Wie? Das hört sich gut an mit deinen Survival Games. Aha, spielst du da auch was, oder? Ja, ich bin nämlich eigentlich jetzt nicht so der große Fan, wo ich viel denken muss, muss man dazu sagen, aber Rising World ist zum Beispiel ein Spiel, was ich sehr gerne spiele. Das ist eine neue Art von, ja, Minecraft, kann ich so sagen, oder sage ich immer. Und das ist sehr interessant. Wenn du Survival Games anfangen möchtest zu spielen, kann ich dir Rising World auch empfehlen. Ja, also, okay, werde ich mir demnächst mal anschauen. Name habe ich schon mal gelesen, habe mir es aber noch nicht so wirklich angeschaut, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Du darfst gerne weitererzählen, ich bereite kurz mal was vor. Ja, ja, okay. Dann wird es, vielleicht noch nicht in naher Zukunft, aber ich sag mal, vielleicht nächstes Jahr, Februar ungefähr, wird noch ein zweites Survival Game dazukommen. Und zwar The Forest werde ich noch mit reinnehmen. Ja, ich habe es schon vor längerer Zeit angespielt, aber noch nicht so wirklich extrem mit reingenommen. Nur mal angezockt, also so ein paar Stunden gespielt. Und Forest jetzt habe ich mir gedacht, cool. Forest ist auch cool. Okay. So. Und du hast eine E-Mail bekommen von mir. Ich habe eine E-Mail bekommen. Du hast eine E-Mail von mir. Ja, genau. Okay, jetzt muss ich mal ganz schnell in meinen Plan reingucken. Also ich will dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen von dem Video, aber jetzt darfst du erstmal kurz in deine E-Mails reingucken. Okay. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz da hineingucken. So, na, komm, geh auf, jetzt. Happy Funny. Okay. Okay. Das ist, vielen Dank dafür. Erstmal, Happy, du hast mir gerade einen CD-Key zugeschickt von The Rising World. Richtig. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Bin gerade. Gar nicht. Ich sage danke für deine tollen Videos über die Talwerk-Map und wirklich, ich bedanke mich für dein tolles Feedback, was du uns abgegeben hast, deine Ideen, deine Vorschläge, und das ist so ein kleines Dankeschön von mir, und das passt jetzt, gerade wo du gesagt hast, du möchtest mit Survival anfangen, habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja noch einen Key. Deswegen, ich schenke ihn dir, ich wünsche dir jetzt schon schöne Weihnachten für dich und für deine Familie. Oh, cool, danke. Also, das und ist wir können gerne auch mal auf dem Server zusammenspielen, ich habe einen eigenen Rising World Server. Und du kannst das ganze Spiel einfach mal kennenlernen und dich mal reinfuchsen. Okay, jetzt, jetzt hast du wirklich das so ein bisschen durcheinander gebracht, alles gerade, aber cool. Vielen Dank dafür. Ja, nicht zu danken. Also das ist, jetzt bin ich gerade ein bisschen geflasht. Cool, auf jeden Fall. Ich bin total raus jetzt. Leute, also das war mein kurzer Sendeplan. Wenn ihr Fragen habt zu der Talwerk, könnt ihr euch gerne melden bei Happy Funny auf seiner Seite chris-zock.de. Kurz registrieren und dann könnt ihr ihm gerne ein Ticket schreiben. Oder wenn ihr Vorschläge habt für die Map, Fragen habt. Immer ins Supportforum rein. Immer rennen damit. Genau. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit unserem kurzen Infovideo hier. Ich sage tschüss. Und zwar bis heute Abend, 20 Uhr, da gibt's einen Livestream, und lasst euch überraschen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.